Ein Abend daheim, ganz allein, nur ich und mein Computer. Meine Mitbewohnerin ist weg, da ist jetzt nur noch die Frage, was spiele ich eigentlich? Das kennt wahrscheinlich jeder, ich habe ungefähr 50 ungespielte Spiele in meiner Steam-Bibliothek, weil, man, sieht cool aus, oh, ist günstig, Sparer und Sammler. Also durchscrollen, kein Bock. Dann fällt mir Among the Sleep ins Auge. Ein Spiel, von dem habe ich schon viel gehört, aber ich weiß eigentlich nichts darüber, bis auf Berichte von Freunden, die es, Zitat, sehr gut und extrem beängstigend, Zitat, betitelt haben. Beängstigend ist eigentlich nicht ganz so mein Ding, aber ich bin sehr anfällig auf Jumpscares, also ich habe da ein bisschen Angst, aber das ist, wird schon nicht so schlimm sein. Der letzte Horrorfilm, den ich gesehen habe, war The Ring, das ist schon ein bisschen her und das hat mich sehr verstört, immer noch. Aber auf alles andere habe ich eben keine Lust und man spielt ein kleines Kind, man kann krabbeln, es ist eigentlich ein Krabbelsimulator und wie schlimm kann ein Krabbelsimulator schon sein? Das kann nicht so schlimm sein. Also, Kopfhörer auf, reines Spiel. Als erstes sehe ich mich aus der Ego-Perspektive des Kindes, die Mutter des Kindes, also okay, meine Mutter, okay, ich bin das Kind, get the spirit of it, krabbeln, sabbern, schlafen, essen, kann ich mich gut mit identifizieren, ist schon mal gut. Sie verspricht mir Kuchen, das finde ich auch gut. Stellt die vor mich hin, gibt mir einen Löffel und es ist jemand an der Tür. Ich will den Kuchen. Sie geht weg und kommt wieder zurück und trägt mich auf mein Zimmer. Wieso? Der Kuchen. The cake is a lie. Again. Und dann nimmt sie mich auf den Arm und hat noch die Frechheit zu sagen, oh my, how much cake did you have? Hat sie mich gerade fett genannt? Außerdem habe ich überhaupt nichts von diesem bescheuerten Kuchen gegessen. Ich möchte diesen Kuchen haben. Immer noch Kuchen denkend bin ich in meinem schönen bunten Zimmer und werde erstmal in eine Art Laufstall gesperrt. Noch an den Kuchen denken, probiere ich jetzt erstmal die Steuerung aus. Krabbeln geht ziemlich schnell, laufen eher wackelig, kurzes Rennen auch möglich. Schnell ist klar, wie ich hier ausbrechen kann und erstmal das Zimmer erkunden. Man kann erstmal mit seinen Spielsachen spielen, was sehr schön ist, kann man auch bellen und mit Eisenbahnen. Und dann kommt Teddy. Genau, man lernt seinen Teddybär kennen. Man lernt ihn kennen. Er stellt sich vor. Hello, my name is Teddy. Das ist jetzt nicht so der kreativste Name, aber okay, für einen Teddybär ist das okay. Durchaus logisch. Und er sieht irgendwie nicht so vertrauenswürdig aus. Hallo, Horror-Teddy. Das ist nett, dich kennenzulernen. Vielleicht bringt er mich später um oder er tut so, als wäre er mein Freund oder und dann bringt er mich auch um oder verrät mich, ich weiß es noch nicht. Ich spiele noch ein bisschen mit meiner Eisenbahn, wann kommt man dazu schon? Also wirklich, Eisenbahn ist cool, meine wirkliche Eisenbahn ist schon lange verschenkt an wirkliche Kinder. Spielzimmer-Simulator, Krabbelsimulator, ich sag's doch, hier gibt's nichts zum Erschrecken. Dann lasse ich mich von meinem Teddy in den Kleiderschrank erklären, wie ich mit ihm leuchten kann. Ja, ich muss in einen dunklen Kleiderschrank gehen und die Tür hinter mir zumachen. Warum soll ich das tun? Ich bin ein kleines Kind. Aber ich mache, was Teddy sagt. Und die Mechanik ist wirklich ganz süß. Man kann Teddy an sich drücken und dann leuchtet Teddy und es ist nicht mehr so gefährlich. Das heißt, immer wenn ich jetzt Angst habe in dem Spiel, kann ich Teddy drücken und es ist nicht mehr so gefährlich. Das ist schon mal gut. Und schon wird es gruselig. Oh oh, wieso ist der Schrank auf einmal so groß? Waren die Gänge schon vorher da? Was machen diese ganzen Mäntel hier und wieso hat überhaupt, wer hat so viele Mäntel? Überall hängen Mäntel. Aber auf einmal öffnet sich wieder der Schrank und da ist meine Mutter. Sie nimmt mich hoch und bringt mich ins Bett. Okay. Erstmal werde ich also ins Bett gebracht und schlafe ein. So mit Mobile, Spieluhr, Gitterbett, sogar aufgeklebten Sternen am Himmel. Toll. Schön, es ist so, es ist dunkel. Meine Augen gehen wieder auf und meine Mutter singt, aber es klingt eher sehr bedrohlich. Selbst das Mobile sieht gruselig aus. Teddy liegt noch neben mir. Oh nein, gleich wird er ausbrechen. Er wird aufwachen. Er wird mich umbringen. Er wird mich mit einem Messer in der Hand, wird er mir die Kehle durchschneiden. Es wird ein erbitterter Kampf. Bär gegen Baby. Erbittert und episch. Aber nein, er wacht nicht auf, sondern er verschwindet. Er ist weg und das Bett fällt um.
Wieso ist das Bett umgefallen? Okay, es wird langsam wird's komisch. Ist jemand in dem Zimmer? Ich lande mit dem Blick auf die Tür, die knarzend wieder etwas aufgeht und den Blick auf den erleuchteten Flur freigibt. Flackernd geht das Licht aus. Natürlich geht das Licht aus. Und natürlich knarzt die Tür. Oh nein, 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 das ist eine ganz schlechte Idee. Als Baby in einem dunklen Haus rumkrabbeln, in dem Sachen umherfliegen und es gruselige Geräusche gibt. Vielleicht kann ich hier einfach wieder ins Bett gehen? Nee, das Spiel lässt mich nicht einfach wieder ins Bett gehen und auf meine Mama warten. Durchatmen. Los, das Tutorial zeigt mir, wie ich um Ecken schauen kann, okay? Okay, das ist kein gutes Zeichen. Wenn das Tutorial einem zeigt, wie man um Ecken schauen kann, dann kommen von allen Seiten Monstern und bringen einen um. Das ist nie gut. Ich möchte nicht zerfleischt werden. Gehe ganz langsam weiter. Schaue um jede Ecke. Panisch verstecke ich mich und taste mich ganz langsam vor. Soundkulisse ist immer noch nicht sehr vertrauenserweckend. Erstmal Stuhl verschieben, nächste Tür aufmachen, gar nicht so gruselig, alles gut. Und ich finde, pass auf, ich finde einen Waschraum. Das ist schon sehr gruselig, aber es ist wirklich gruselig, denn die Waschmaschine ist an und irgendwas klingt so, als würde es vor Schmerzen heulen in der Waschmaschine. Ist das meine Mutter? Ist hier was passiert? Ist meine Mutter etwa in der Waschmaschine? Okay, nein, denk mal nach. Deine Mutter ist nicht in der Waschmaschine. Das geht, okay, es wird schon gehen, aber es ist zu wenig Blut, das ist nicht deine Mutter. Erstmal also den Stecker ziehen. Babys und Steckdosen, das ist sowieso eine gute Kombination. Halb denke ich, dass ich einfach einen Schlag bekomme oder in Flammen aufgehe. Das Spiel endet und der Schriftzug. Und deswegen sollten Sie Ihr Haus babysicher machen. Rufen Sie jetzt an unter 090-00. So etwas in der Art. Also mich hätten Sie damit auf jeden Fall überzeugt. Schon mal merken für später. Meinem eventuellen Kind keine sprechenden Bären kaufen, nicht überall schwarze Mäntel aufhängen, nicht gruselig geheimnisvoll singen, nachts nicht die Waschmaschine neben dem Kinderzimmer laufen lassen und schreiende Dinge darin einsperren. Dieses Spiel ist so ein gutes Lernspiel. Ich habe schon so viel gelernt. Oh, Teddy. Hi, Teddy. Was? Teddys ertrinken fast in Waschmaschinen, wenn man sie wäscht? Wenn ich das gewusst hätte. Schnell denke ich darüber nach, wie viele meiner Kuscheltiere irgendwann schon mal konfisziert wurden, weil sie zu schmutzig oder irgendwas waren und wohl unter grausamen Erstickungsängsten von meinen Eltern in Waschmaschinen gesteckt wurden. Das ist allein nachträglich ein großes Trauma. Einige. Ich packe also erstmal Teddy, der mich warnt, dass etwas nicht stimmt. Wirklich Teddy, danke. Und etwas mit meiner Mutter ist. Klasse, die einzige Erziehungsberechtigte im Haus. Auch noch weg. Langsam schleiche ich wieder auf den Gang. Das Haus macht seltsame Geräusche. Es knarzt. Ein Sicherheitsgitter an der Treppe geht auf. Natürlich gibt es hier ein Sicherheitsgitter. Es ist ein Haus, in dem Dinge in die Gegend fliegen. Komische Geräusche, aber es gibt ein Sicherheitsgitter. Das ist natürlich gut. Aber natürlich geht es auch auf. Und ich gehe erstmal die Treppe runter. Und ich krabbel die Treppe runter. Krabbeln macht schon Spaß. Okay. Krabbeln macht schon Spaß. Natürlich, Teddy gibt mir weiter gute Tipps. Ich soll ruhig sein. Teddy, danke. This, you don't know what might be listening. Teddy, du hilfst so überhaupt nicht. Du solltest mir helfen. Kannst du nicht eine tolle Geschichte erzählen oder sowas? Nein. Vielen Dank auch, Teddy. Gut, dann komme ich ins Wohnzimmer. Und im Wohnzimmer läuft ein Fernseher. Natürlich. Habe ich erwähnt, dass der letzte Film, den ich gesehen habe, The Ring war, Horrorfilm? Ksch, natürlich ist auf diesem Fernseher Rauschen, statisches Rauschen. Ksch, nie gut. Ksch, ich langsam in das Zimmer rein. Ksch, und komische Geräusche. Erstmal verstecken, immer den Fernseher im Blick halten. Ksch, und ein riesig lautes Geräusch hinter mir und ich springe auf und es ist meine Mitbewohnerin, nach Hause gekommen ist. Und ich glaube, ich höre jetzt erstmal wieder auf mit dem Spiel und vielleicht unter meiner Decke und vielleicht finde ich auch meinen alten Teddy nochmal. Applaus